Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2. Natürlich wieder mit dem Luca. Doch, Jürgen. Und mit mir, dem Johnny oder Jonathan oder Geron65. Mann, ich habe so viele Namen. Das ist schwierig hier. Wir sind jetzt hier wieder in Manjula. Ich habe mir mal ein Becherchen gestellt, ne? Ja, genau. Und, weiß nicht, vielleicht seht ihr schon die neueste große Neuerung. Genau, die neueste Errungenschaft. Das ist ein sehr schönes Wort. Das ist irgendwie aus wie so, aus so einem Riesenfass, so ein Stück rausgeschnitten, damit so Eisen umrahmt. Ja. Und so. Auf jeden Fall ein ziemlich cooles Schild mit Drachen drauf. Doppeldrachenschild, das küssen die sich. Ja. Lieben sich. So, und jetzt gehen wir mal weiter. Wir haben ein bisschen gefarmt, nämlich. Ja, wir haben einfach ein paar von den dicken Typen, da wo wir die letzte Folge extrem krass krepiert sind, haben wir ein paar Mal getötet und dann halt die drei Stärke noch eben schnell gemacht und das Schild noch eben schnell gemacht, was uns gefehlt hat halt. Und das ging ziemlich flott, muss ich sagen. Wir sind kaum gestorben. Oh, der Jonathan hat Zensis, sagst du? Ja, und was ich gucke, um jede Ecke. Fast in jede Ecke. Ging schon aufnehmen, was haben wir denn da? Rostige Nüsse. Oh, ganz wichtig, die hier ist noch spielentscheidend, ja. Das sieht sehr verdächtig aus. Nee, du musst X, A drücken, glaube ich. Für Hidden Walls. X, oh scheiße. Egal, wir haben ja nur einen. Soll ich nochmal kurz zum Feuer laufen? Ach, was. Du kannst dich auch, ja, nee, lauf doch mal zum Feuer und mach dich mal menschlich. Jetzt? Ja, ja. Damit das Leben wieder... Ja, erstens, weil ich finde, wir sollten uns immer menschlich machen, je nachdem, wie schwer die Stelle ist und je nachdem, wie viel Leben wir haben. Und spätestens immer, wenn wir Half-Life sind. Du darfst nicht verbrennen, damit entfasst du nur irgendwie komisch neu das Feuer. Du musst es einsetzen, also jetzt B. B. Genau, und jetzt gehst du halt ins Inventory. Und rüstest halt Menschlichkeit aus. Genau, jetzt sagst du, da benutzt du die Menschlichkeit. Nee, das links, das aussieht wie schwarzes Crap. So. Und benutzt. Menschlichkeit zurück, Alter! Und B. Ich weiß nicht, ob du direkt wieder Full Life bist. Ich glaube, du bist ein Half-Life. Drück nochmal B. Ja, das setzt nur noch kurz rein. Ich muss festhalten, wir sehen immer noch ziemlich geil aus. Ja, ist. Natürlich, wenn du jetzt stirbst, hast du die Menschlichkeit natürlich nicht mehr. Ne? Wir sollten auch gucken, dass wir jetzt nicht unbedingt immer Menschlichkeit benutzen, wenn wir wirklich, also nicht oft Menschlichkeit benutzen, weil wir brauchen es echt noch. Erstens vielleicht. Mhm. Also, aber wir können uns auch, vor Bosskämpfen können wir uns auch immer sammeln lassen, damit wir Menschlichkeit kriegen. Weißt du, dafür brauchen wir aber erst den weißen Speckstein. Ja, ich meine, jede Wand entlang hier drücken. Müssen das bei jeder Wand machen. Ich würde das nur bei Wänden machen, wir auch nach hinten vorstellen, von wegen Hidden Wall und so. Ich glaube nicht, dass es da haben. Also geil auf Secrets. Ohne Scheiße, ich stehe so. Ach hier, genau, hier war das glaube ich, wo wir noch nicht waren, oder? Wo nee, hier waren wir noch. Nee, ich weiß nicht. Alter, weht nichts durch. Nichts durchfahren, nicht durch springen. Farben. Ach guck mal, das hier. Ich glaube, das wäre tödlich gewesen, dass wir da drüber gestanden. Weißt du, zu dem Schild wird perfekt ein Speer passen. Ole. Das sieht aber noch böse aus als gerade heile Flamme. Wir laufen einfach erstmal über die Brücke. Ach, das ist eine Truhe. Und wir runter denn? Nee, ja, wir springen da drauf. Alter, nee, da kann man darüber gucken. Echt dunkel hier drin, scheiße. Ja, ich hab dir gesagt, wir sollten die Helligkeit ein bisschen höher wählen. Geht auch mal runter? Ja, ja, aber ich glaube, da geht's weiter. Ich hol dir erstmal die Chest jetzt. Ich weiß nicht, wie die Leute fallen. Die sind irgendwie scheiße inkompetent, also, weißt du? Das hat jetzt nichts mit uns zu tun, wir sind kompetent. Ja. Ich denke auch nicht, dass du ins Wasser da hast. Lauf doch. Ja. Das ist echt nicht wohl, ne? Mit dem einen Fuß. Ja. Ich will da lieber mal durchlesen, wenn ich das irgendwie... Vorsicht, vor unter. Warte, guck mal darüber. Ich glaube, da kannst du drauf springen. Ich spiele immer jetzt nur noch B sprinten. Ja, doch, hast du einmal aus Versehen. Du musst B sprinten und dann den Laufen-Button drücken. Menschenbild, perfekt. Das, was du eingesetzt hast, hast du wieder. Soll ich versuchen? Oder ich kann es einmal schnell machen, wenn ich für dich. Nee, ich mach das nicht. Also hier drücken. Ja, genau. Du sprintest mit B nach vorne und... Oh, los, du wirst schon fast über die Kante. Einmal Knochen und Seelen an. Wie sind die? Ja, ist wahrscheinlich irgendwo da runter.
oder idiotisches. Oh, was auch. Ich denke mal, da kann zu lange, dass wir jetzt keine Probleme haben. Auch so ein Liter Blut wegnehmen. Ein Tal! Ich denke mal, da oben ist das hier. Von der Ach ja, hier. Ich kenne die Sinne nicht. Ein Wurzel, Baumstamm, was auch immer das ist, fest. Ja, ich denke, da wärst du lange gekommen. Siehst du, da ist der Weg nach oben. Warum auch immer, aber okay. Okay, ist okay. Ist okay. Nicht Krise. Einfach raus. Das ist uns wohl bewusst. Rechts, Brandschatz. Ja, den haben wir ja gerade eingesammelt. Da, den, oder? Mit der Wassernutz? Nee, ich glaube, er meint das Item, was da drin in dem Gang lag, weißt du? Ja. Ich glaube, es war nicht unbedingt zum Drüberspringen. Aber wir waren so skillig und sind weit drüber gesprungen. Komm her. Mal gucken, wie viel das Schild blockt. Ob wir überhaupt Schaden dadurch kriegen. Ja, ganz klar. Das ist schon tot. Ja, zwei Stück. Da rechts, glaube ich. Da ist ein Feuer und da ist ein Item. Ja, aber erstmal hier ist Hinterhalt. Item. Ich weiß, dass hier ein Hinterhalt ist. Hier habe ich schon viele Leute langlaufen sehen. Ich muss sagen, wir sind schon gut dabei, was Item angeht. Oder was das größte und Schild anstellt. Lebensstein, ja, das wollen wir dann mal gerne, wenn wir das sehen. Das ist ein Löffel, oder? Hier reicht es ja auch, um es zu entzünden, ne? Da musst du die Feinde ja nicht spawnen. Neu spawnen meine ich. Da war was in der Seite. Oder ich hab mich verguckt. Lel. Der hat gar keine Waffe. Oh, nicht. Kann ich eigentlich auch mit einem harten Schlag kaputt kriegen? Ich denke nicht. Harten Schlag macht nicht so viel. Er macht nicht mehr Schaden, aber nichts. Er hat einen Nachhinein. Höhen sollte. Guck mal, ob die besser sind. Ich gehe mal nicht davon aus, aber guck mal, ob sie besser sind. Eindeutig schlechter. Was sind, haben wir denn noch für Handschuhe dabei? Ja, okay, ich denke, also wir werden jetzt auch eine Zeit lang Ritter mit unserer Ritterrüstung am besten sein. Nee, Stein angucken. Das sieht aus wie ein Grab. Scheiße. Ja, denn hier werden kein Hidden Wort sein. Die sieht man wirklich gleich. Oh Mann, oh. Leute, ich dachte, der lebt noch. Aber mir wird auch nicht ganz sicher. Da schießt was. Da von da oben. Direkt vor deinem Schädel. Von da oben. Der sagt, ne? Da ist doch irgendwie, hier ist glaube ich der Hinterhalt. Da ist der, das steht der andere da rechts. Und erstmal um den kümmern, den müssen wir raus. Ha! Oh Gott, der Schuss. Gut, Alter. Okay, du musst eh noch kein Estus benutzen, dass man so viel YouTube mangelt. Das ist auch was. Warum schlecht der? Achso. Du, wenn du keine volle Kondition hast, dann kriegst du nur Rüstung. Alter, was machst du eigentlich? Weiß ich nicht, wie jetzt da aufpassen, da rechts lag noch eine Leiche. Also ich weiß nicht, ob sie tot ist. Da könnte ich 100% auf Dark Souls. Alter, weißt du, was ist ein Arsch. Lol, ich hab doch... Na. Ja, aber du kannst... Du konntest auch bei Dark Souls 1 noch nie anvisieren. Gerade beim Aufstehen. Also ich weiß nicht... Was steht denn? Wahrscheinlich steht der nur, dass der auf. Vorsicht, Vorfahren, ja. Ich glaube jetzt, ich weiß nicht, wie viel Leben du direkt mit dem Estus versuchst mal. Ich weiß nicht, ich glaube, du wirst schon wieder voll, aber einfach um es zu wissen. Ja. Nicht gut weg. Seele eines verlassenen und... Aha, der wird erwischt von dem... Verlassen oder verloren? Verlassen oder verloren. Weil das jetzt eigentlich, meine ich, hieß es von verlassenen und... ich meine, es hieß verlassen, weil die hatten halt keine Freunde, ne? Oh, Joke. Junge, meine Augen werden schon schwer. Das gibt's doch gar nicht. Schwer? Schwere Augen, du, ich sag dir. Es gibt es. So schwere Augen. Nein. Nee, der sieht irgendwie böse aus. Das sind viele. Nicht runterfallen. Das ist der Mund. Nein. Viele sind zu viel. Junge, was haust du noch weiter? Ich hab gedrückt. Nicht blocken. Ich greif dir keinen an. Okay, jetzt kannst du blocken. Und dann... Lol. Ja, geht schon. Oh, vielleicht ein Schuss. Ich geh echt nochmal ran. Also meiner Meinung nach, ich hätte ehrlich gesagt
Kann ich mal gleichzeitig schlagen? Du kannst mal, ohne Scheiß. Du musst noch einmal von was getroffen sein, egal ob du es blockst oder nicht, du bist schlecht. Okay, doch, beim nächsten Mal. Junge, ich sehe keinen Lebensbalken mehr bei dir, was geht? Genau das wollte ich die ganze Zeit. Das gibt's doch nicht. Damit ist der Luca wieder dran. Ja, erstmal am Sack kratzen. GG. Das konnte ich die ganze Zeit nicht, Junge. Weil ich den Controller halten musste. Boah, ey. Aber die sind tatsächlich nicht so leicht. Du bist der Boss. Ja, du lebst ja noch. Schaden macht, wenn ich boxt. Alter. Super. Geht der mit? Boah, Junge. Beine. Okay, wir wissen von dem Mongo hier in der Ecke. Wir machen ganz schnell, du. Und ganz geil. Action, Junge, ich sag dir. Komm mal. Ha, wie er gelaufen ist, hast du es gesehen? Nein. Es war dreimal geschlagen. Ich hätte jetzt nichts von irgendwelchen Lehrern. Böser Hochschütze. Wahnsinn. Ey, die können wir richtig gut gebrauchen. Ich habe wieder das Gefühl, dass das ein bisschen lauter geworden ist. Ohne Scheiß. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir leiser geworden sind. Ja, dann müssen wir mal lauter werden. Ich schrei mal richtig hier rum, ja? Nee, ich bin gerade zufrieden mit meiner Leistung. Ich kann nicht rumschreien, wenn ich zufrieden bin. Da kannst du genau rechts da rein, in das Teil. Das ist eine total gute Idee. Das war wahrscheinlich so ein Viech von hinten, oder? Du bist ein böser Junge. Shit, der hat nicht schlecht Schaden gemacht. Sehen's? Ich hab geblockt. Na, komm mal hoch. Und eine Leiter. Ja, ich bin. Und mit dem Typ können wir reden, aber da sind glaube ich noch mehr, oder? Mit dem können wir reden? Können wir nicht. Schade. Das ist ja der Witze. Jetzt brauchen wir ein gerades Großschwert. Ich denke mal, das ist das, was wir hatten, ne? Ja. Lebensstein, praktisch. Ach, da sind deine Seelen. Menschen. Sehr praktisch. Also klar, dass der Mongo schon. Nicht da reinfallen. Ich dachte, da wäre das was. Da ist Nebel. Nebel. Ja, erstmal da reingehen. Ja. Ich will echt noch erst. Ist der Sprung schaffbar? Nein, den hat glaube ich. Ich weiß nicht mehr wer, irgendjemand hat ihn ausprobiert. Und ich glaube, ich use einen Lebensstein. Ich habe hier gerade schon zwei neue gefunden. Oder einen, ich weiß nicht. Dann nehme ich mal einen. Weil ich bin nur noch Half-Life hier noch. Lel. Ja, hol doch zweimal, weißt du, vielleicht dreimal. Oder geh an meinen Mittwoch, Mongo. Dann kriegst du sogar den Mittwoch. Boah, ich weiß, ja. Oh, eine Rüstung, aber ist wahrscheinlich sowieso schlecht. Warum gucken wir eigentlich? Weil man immer auf safe geht. Sehr viel besser. Okay. Oh, hier geht's lang. Geht's doch nicht. Geht nur bis hier. Leute. Ich bin immer noch im Inventar ist. Nein, du bist voll da. Ah, hier geht's runter. Hier geht's bestimmt zum Mongo, Alter. Den geben wir jetzt richtig, dass er uns die ganze Zeit da so schießt. Boah, der hat voll prediktet, dass ich nach drinnen auswähle. So, jetzt. Da ist Item. Pure Skill. Da seid ihr. You know Kutschwer. Wir gucken uns Kutschwer. Das könnte interessant sein. Nein, ich glaube nicht. Wir morgen stehen jetzt immer noch besser als Kutschwer. Wo ist Kutschwer? Das ist Kutschwer. Das ist nicht gut. Das ist Kutschwer. Ein bisschen weniger Schaden, dafür mehr alles andere außer das. Was sind die ganzen Werte da an der Seite? Ich habe echt überhaupt keine Ahnung. Okay, wir machen es nicht. Also, obwohl, es kann schneller sein, weißt du? Ich glaube, das ist ein bisschen besser, weil wenn wir... Ja, in der Tat. Schneller ist gut. Schlag mal. Ja, Junge. Ja, komm, lassen wir drin, oder? Oh, der Sack, Alter. Kommt er denn? Junge. Er flieht voll. Nee, wenn du den schlägst, dann bist du sowas bei der Macht. Junge, machst du mich an? Junge, schon mal gut.
Der war betrunken. Dein Bruder. Ach so. Nein, das meinte ich schon. Aber dein Bruder war so eine Frage. Dein Bruder? Das wissen alle, die mich kennen. Du hast so eine Schwester. Ja, das war links. Links? Das links. Ist sicher. Wenn du da reinspringst, dann kommen direkt zwei auf dich los. Na, wie geht's dir? Ist dir gut? Ja, Junge. Je nach Leute, warum bin ich untot? Ach, du bist gestorben. Bist du ein Mafia-Unfall? Da ist auch einer. Aber das andere wären zwei. Die kannst du jetzt schön... Ach, da hinten ist einer. Muss gucken, welchen du jetzt erstes kurz. Gute Mittel. Wie gesagt, waren alle betrunken. Ja, natürlich. Hau doch noch öfter zu, weißt du? Den Lebensstand benutze ich mal noch nicht. Die sind rar. Ja, genau. Wir müssen mal gucken, dass wir besser im Estus haben. Ha! Oh, ich hab's gerochen, ohne Junge, Scheiß. Denn die Ermordeten dahinter will ich. Holzbolzen. 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 Oh, der sieht aber anders aus. Ja, kann der hat eine Rüstung und ein langes Schwert. Ja, genau ich. Ich hab ein Kurzschwert. Oh. Reitschwert. Ich, Junge. Ich sage dir. Oh. Lesen. Was? Achso. Was? Oh. Ja. Vorsicht. Feind. Feind. Sagst du das im Feind? Die sind auch ein bisschen tricky, weil der oben, der wirft, das weiß ich, der oben, der wirft mit Feuerbomben. Ja, aber wenn man zu schnell macht. Oh. So viel zu schnell. Und ich geh mal da oben auch echt scheiße runter. Und der wirft dir direkt in die Fresse, wenn du zu nah dran kommst. Und wenn er direkt in die Fresse wirft, ist dein ganzes Leben schnell weg. Er trifft aber nicht, weil er scheiße... scheiße. Sehr gut. Den... Ja. Nochmal geschwungen, so im letzten Muskel. Warte, ich glaube, wir können sogar T-Bang. Auf den Arsch. Tschüss mir Auto-Dagi. Aber hier war noch nichts. Da nichts. Unten ist in der Kulisse. Aha! Achtung! Ja, du bist einer, der du, mein lieber Freund, du hier. Ich lieber einmal safe hauen, reicht. Ja, Faustschild. Faustschild. Ich denke mal, das ist weitaus schlechter als unseres. Ja. Komm mal von uns gehen. Weißt du, wer so Skills hat und sich direkt mal so ein Schild eben schnell er spielt? Hier geht's von? Noch nicht, bitte. Jonathan weiß einfach immer alles. Das ist der einzige Bereich, den ich kenne. Achtung, der steht auf. Der steht nicht auf. Du stehst nicht auf. Leg dich wieder ein. Genau. Los. Bestes Muskelzucken der Welt. Ich denke mal, du willst, dass ich hier reingehe. Ich weiß es nicht, aber ich nehme an, dass... Ich hoffe, da ist... Oh. Das ist das Ding. Ja. Leuchtfeuer reinziehen. Willst du nicht aufsteigen? Ich weiß nicht. Wollen wir es nicht erstmal... Lol. Sag ich doch. Moinsen, wer bist du denn? Du bist wunderschön. Deine Hände sind grandios. Da ich schon. Ach Lol, ist eine Frau. Ich bin das Pferd auch. Ich bin so eine Schnecke, weißt du? Einfach so ein Schneckenhaus dabei. Wir müssen halt auch echt auf die Stärke gucken, ne? Das skaliert mit A-Stärke. Das auch. Das ist bestimmt scheiße. Also von den Werten hast du gewonnen. Ja, man muss halt immer gucken, mit was das skaliert. Weißt meine, du? Das skaliert mit Stärke D, das ist beides scheiße. Ja, ich meine, wir sind jetzt auch ziemlich weit weg, deswegen kann man nicht sehen, was auf den Symbolen genau drauf ist, ne? Ja. Da ist der Schlüssel, wenn wir den kaufen. Sollen wir mal kurz Werbung? Wir dürfen hier für dieses Produkt keine Werbung machen, weil wir dann euren Sponsor verärgern. Ja, stimmt. Wollen wir einen Schlüssel kaufen? Der Schlüssel ist bestimmt für irgendwas zu gebrauchen, ganz sicher. Ist da ein Tag? Ja, was kann... Guck mal drauf, was stand da denn? Genau, wir gucken uns erstmal den Schlüssel an. Öffnet Schmiede... Ja. Das ja! Ja. Das ja! Ich bin immer... Ich spreche immer mit einem Leuten, bis die mir immer dasselbe erzählen. Achso, sollten wir die Zuschauer sehen lassen? Sie können ja... Also es ist natürlich schon cool, die anzuhören, weil die meisten ziemlich lustig gemacht sind, cool gemacht sind, die Stimmen, aber... Dann sollten wir auch nicht reden, wenn die reden. Scheiß doch, die können jetzt auch lesen. Ja, aber dann hört man ja die Stimmen nicht, wenn du sagst, dass sie witzig gemacht sind. Sie meinte irgendwas von mehr überqueren, wie viel er genug bekommt und Kämpfe. Also die Kämpfe. Ja.
As far people make things right with me. So schaut es auch aus. You may travel light, ja, but me thinks you bear a burden of your own. Schon krass, Alter, die muss so einen Buckel haben, das ist der Wahnsinn. Wir können ja immer, wir können ja so 2 Sekunden laufen lassen, A drücken, 2 Sekunden laufen lassen. Wir fragen einfach die Zuschauer, ich meine, wir werden sowieso lange aufnehmen und dann könnt ihr gerne, wenn ihr unbedingt wollt, dass wir die Dialoge lassen, dann lassen wir die Dialoge für euch. Natürlich, natürlich. Ab dann, wenn wir es sehen. Also, ich weiß jetzt nicht, wir werden bestimmt irgendwie zur... Wir werden viel spielen haben. Ja, auf jeden Fall. Aber diese 2 Minuten schon. Locker, ey. Durch. Ohne Scheiß. Das ist nicht schon. Ja, muss ich gerade machen. Das hat sich schon gesagt. Gut, jetzt haben wir den Schlüssel. Ich denke, für 28 können wir nicht ausdrücken. Und das uns dann auch nicht zurückzugehen. Nee. Hoch ist aber gut. Hoch ist, finde ich, besser als runter. Weil da war noch ein Loch. Und dann, ich möchte irgendwie nie in Löcher reinspringen. Also. Also, obwohl Löcher echt mein Ding eigentlich sind. Okay. Öffnen. Hm. Verschlossen. Ja. Teach me how to jump. Teach me how to jump. Cool abgerollt, ey. Voll der, natürlich, Alter. Ich bin voll der Free Climber. Ich bin Skiller. Und immer mit B gedrückt halt. Du bist Skillex. Ich bin Skillex. Ah, hier sind wir. Heilige Scheiße, sind wir schon für uns gedacht. Es brennt. Es brennt da oben. Guck mal rein. Lel. Ja. Ey, es gibt wirklich so mehr lebende Viecher, die sehen so aus. Ach, boah, boah. Job. Lett. Ja, das hätte ich auch. Kommt da nicht einer von den Leben her. Boah, wir haben hier gehabt. Wir haben hier gehabt. Ich hätte vielleicht kurz am Leuchtfeuer rasten sollen, hätte ich mein Estus vielleicht. Ach. So, das ist jetzt. Du stehst auch. Ja. Ach, der wird jetzt erst aufstehen, wenn du das Item nimmst, oder? Ja, aber ich habe ihn am Arsch gemacht. Ach, am Arsch. Seele eines verlorenen Untoten. Ich wette, die ist verschlossen. Wir können ja Wetten annehmen, immer so am Ende einer Folge. Ja, genau. Wir können aber durchgehen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon erstuft. Das ist... Ich weiß nicht, ob ich... Ist das nicht der Boss? Dich habe ich gesehen, du Bauer. Ich will, dass es der Boss ist. Dass es ein Boss ist. Ich glaube, Boss ist jetzt ein Boss, das wäre ja mal übel easy am Leuchtfeuer, weißt du, muss ich 4 Gegner töten bis beim Boss. So lange, ich ist ja kein Dachs, das ist ein Schkabosch. Mit den Bäumen, mit diesen langen Wurzeln, finde ich echt cool. Arschlöcher. Weiß gar nicht mehr, aber niemand treffen, die würde Joy einfach so sein. Oh. Wir haben noch gar nicht unseren Finishing Move ausprobiert, ne? So wie wir den jetzt machen. Wenn ich ihn packe, weil ich war da nie gut drin. In dem Finishing muss. Eigentlich muss man sich auch nicht so langsam lernen, aber. Boah! Und er hat es natürlich nicht mitbekommen, es war nur minimal auf. Die haben einfach alle Uropax drin, weil die Helme immer so laut klappern, das können die nicht ertragen. Siehst du? Dann wollte ich jetzt mal nicht direkt sterben. Wollen wir nicht erstmal gucken bis zum Ende? Ach, ich weiß, was da oben ist. Ich weiß es. Ich schwöre dir. Ist das witzig oder nicht? Das ist krass und du willst wieder runter. Kann man wieder runter? Ja. Okay, runter. Dieser. Nein, stopp, guck sie erst an. Und dann entscheide, ob du wieder runter willst. Naja, der Weg ist um. Nein, jetzt Achtung. Der ist krass anscheinend. Der fliegt ultra schnell und will dich garantiert töten, ist aber nur einmal da. Was? Und wie soll man ihn dann kriegen? Lel! Das ist ein Spaß. Du kannst ihn nicht treffen, er ist einfach übelst schnell. Junge. Ich mach den. Zermürbungstaktik, weißt du? Der zermürbt dich aber. Bullshit. Junge, du machst ihm gar keinen Schaden. Ja, du bist schon was weg, oder? Junge, aber du machst dich echt besser als andere, die ich gesehen habe. Also bei PewDiePie war das auch lustig, an der Stelle kann man kurz... sagen, dann müsst ihr das ja, wieder sagen. Ich werde nur minimal konzentriert an mir. Ne, den Zuschauer. Achso. Auf jeden Fall, PewDiePie geht da so hoch, wie der Ritter da ankommt und sagt, oh, ich habe den falschen Weg genommen. Okay, er muss aus der Ecke raus. Kann kaum angehen, das ist jetzt schlecht. Ach, Mann. Achso, der macht gleich einen Sprint. Ja, yeah,
Du musst jetzt einmal an mir vorbeischlagen, was? Das ist so das Schild echt praktisch. Mit Hammer hätten wir das nicht gepackt. Nein. Nützlich, aber echt. Weil ihr was auch. Ich freue mich schon. Ich hätte mal lieber oben auf Lebenstein gleich schon mal, ne? Oder? Ich bin auch für den, ja. Ja. Nein. Ja, jetzt. Okay, warte, ich lasse ihn noch einmal treffen. Müssen wir mal so nach oben schlagen. Das meinte ich nicht. Das war ein Fehler. Komm. Nee. Wie lange macht das ausgewichen? Ja, Mongo, du. Man merkt, dass ich echt konzentriert jetzt gerade, auch wenn ich gar nicht mache, aber konzentriert. Meine Augen sind so... Oh Junge, da muss ich eigentlich so einen Dahlgang machen. Also der ist echt... Der erinnert mich immer an einen... Weiß ich nicht. Fliegenden Ritter. Oh Wurst. Ich finde ihn aber nicht schwer. Also... Man darf halt nur nicht übermütig werden, weißt du, man darf eigentlich immer nur auf diesen... Ja, da würde ich noch nicht mal zustimmen. Hätte ich dich nicht gewarnt, wärst du wahrscheinlich auch beim ersten Mal einmal geblockt, ne? Weil der ist echt, der ist echt so ein Hit und du bist hast schon die... Ja. Meine Finger werden zu schwitzig, ich rutsche von den könnten Nüppeln. Aber ich habe ihn schon auf Half-Life runter, Junge. Ich habe gerade überlegt... Meine Finger werden zu spitzig, ich rutsche von den Nippeln ab. Ich muss die ganze Zeit neu greifen. Nein, ich hab zu spät geblockt. Oh, das ist aber nett, ey. Das ist echt nett. Das hätte er jetzt auch noch down machen können. Nein. Aber der ist ein Block. Nein. Och Mann, ich hab... Wahrscheinlich hat man irgendwie so ein mega... Bist du schon zweimal verrecken? Einmal. Einmal, ja. Wir haben noch einmal entwickelt. Nur beim Farmen hat man zweimal verrecken und dann... Genau. Jonathan war... Junge, der ist richtig warm geworden. Also reden vom Controller. So, jetzt mal hier wieder. Ja, dann sag dir Zuschauer nicht, dass du meinen Steuerknüppel in der Hand hast. Wir müssen runter, ne? Ja, genau. Och man, das ist jetzt ärgerlich. Und das spawnt nur einmal. Ich meine, der wäre weg gewesen danach. Ne? Aber wahrscheinlich, ich könnte mir gut vorstellen, dass man den wieder irgendwo trifft. Und da ist die Folge zu Ende. Ja, aber stopp. Ja, ja. Wir haben ja immer gesagt, wir lassen so ein bisschen Kulanz drin. Lass uns halt. Ja, Kulanz. Meine Kulanz. So, der darf jetzt einmal, den will ich jetzt auch einmal. Ich bin jetzt auch wieder gerade so... Jetzt bin ich richtig erschöpft vom Kampf, ey. Du brauchst drei Hits. Mach den auch noch eben schnell, den kannst du ja aufhauen. Aufhauen. Du kannst ja hauen, während der aufsteht. Hau ihn einfach, hau ihn, hau ihn. Gib ihn. Facecam, scheiße, warum haben wir die nicht? Ist ja schade. Ja, Bis zur nächsten Folge, Jungs. Haut rein. Tschüss. Junge, ich muss richtig abpinkeln.